Also der Ablauf der Reverse Consultation, wie der Name ja schon sagt, umgekehrte Beratung, fängt mit dem Endlook an. Man zeigt der Kundin, was sie gerade irgendwo als Frisur hat, noch möglich ist. Das Styling ist ja eigentlich das, was den Look ausmacht, also das, was eigentlich am wichtigsten ist bei der ganzen Geschichte. Dass eben halt der Kundin auch gezeigt wird, was machbar ist. Wie sie mit schnellen Handgriffen und Produkten, die ihr gezielt auf ihren Look helfen, zu einem Ergebnis kommt. Für die Reverse Consultation eignen sich die Produkte, die man aufsprüht, sehr gut. Also alles, was irgendwo einen sofortigen Effekt auf dem Haar gibt. Das kann ich meiner Kundin in die Hand geben. Sie kann selber erfühlen, was passiert jetzt eigentlich auf dem Haar.